Auch im Jahr 2023/24 findet in Zwolle in Niederlanden das Eiskulpturenfestival statt. Dieses wiederholt sich schon seit einigen Jahren dort in dieser kleinen Stadt. Ich habe leider viel zu spät erkannt, dass auf den Plakaten beim Eingangsbereich diese tollen, ja, ich sag mal, Grafiker, Bildhauer, Künstler dargestellt wurden, die all diese tollen Skulpturen hier in Zwolle hergestellt haben. Ich bin das allererste Mal in Zwolle gewesen und war von Anfang an sehr begeistert. Grundsätzlich habe ich vor vielen Jahren einmal in Asien Skulpturen aus Eis gesehen, die mich einfach dazu animiert haben, in diesem Jahr nach Zwolle zu kommen, nachdem ich einen Artikel im Internet verfolgt hatte. Und ich denke einfach, dass das ein riesentolles Erlebnis in meinem Leben jetzt war und ich all die schönen Dinge, die ich in dieser Halle gesehen habe, ganz sicherlich nicht vergessen werde. Also, wie gesagt, Zwolle liegt etwa 250 Kilometer von meinem bisherigen Wohnort entfernt und ich habe die Fahrt mit meinem Auto im Januar auf mich genommen, um diese tollen Skulpturen einfach live zu sehen. Und ich war mir nicht so sicher, was mich da wirklich erwarten würde, aber jeder, der so ein Festival mal in Zwolle erleben möchte, sollte sich sehr, sehr, sehr warm anziehen. Um all diese Aufnahmen zu machen in Zwolle, habe ich etwa 2,5 Stunden in dieser wirklich sehr tief gekühlten, frostigen Atmosphäre verbracht. Alle Aufnahmen, die in diesem Video zu sehen sind, die habe ich gemacht. Und niemand anderes. Ich war mehr als durchgefroren und Menschen, die mit mir dorthin gekommen waren, dachten echt, ich komme da nicht lebendig raus, weil es wirklich, ja, Menschen gab, die sich schon fast erfroren, also Erfrierungen dabei geholt hatten. Schon im Eingangsbereich, die ersten Motive waren wunderschön. Ich bin fasziniert von der Kreativität der Künstler, der Bildhauer, was sie mit ihren Kettensägen alles geschaffen haben. Am Anfang dieses kleinen Videos sind einige der Künstler, Bildhauer zu sehen, die all diese schönen Skulpturen aus Eis in einem gewissen Zeitraum vollendet haben. Für mich sind es wahre Künstler. Alle Skulpturen, die ich in diesem Zusammenhang in Zwolle sah, sind einfach wunderschön. Ich kann einfach gar nicht meinen Blick von all den schönen Skulpturen lassen. Es liegt so viel Fantasie und Kreativität, Harmonie, Schönheit, Liebe in all diesen Skulpturen. Und in vielen Skulpturen findet man natürlich auch Bilder wieder, wie hier gerade Faust. Mit all der Beleuchtung wirkt es einfach so faszinierend, einmalig, wie man all diese schönen Sachen geschaffen hat. Ich weiß nicht, wie man so viel Handwerkskunst und Feingefühl für eine Motorsäge mit dem Eis verbringen kann. Aber ich kann einfach nur sagen, ich habe vor vielen Jahren einmal in Asien, in Vietnam, gesehen, wie man mit Motorsägen, Kettensägen Marmor bearbeitet. Daher denke ich, dass es ein ähnlicher Prozess womöglich ist, obwohl Marmor vielleicht härter ist als Eis. Ich weiß es nicht, weil Marmor schmilzt ja nicht dahin. Und
wie dann einfach auch diese Lichtreflexe, wie zum Beispiel bei diesen, ja, Seepferdchen jetzt gerade mit den Bewegungen im Licht sich widerspiegeln, ist einfach etwas ganz Einmaliges. Bei jedem Schritt, den man vor und zurück geht, mal rechts und links zur Seite tritt, die Lichter anders wirken in dem geschliffenen Eis, sieht jeder Blickwinkel etwas anderes aus. Jetzt diese Schildkröte ist doch einfach wie gemalt und der indische Elefant. Man könnte denken, es ist aus Glas. Es ist so faszinierend. Ich war einfach so überwältigt von diesem Anblick der Grazie all der wunderschönen Skulpturen. Es sind für mich einfach wahre Künstler. Wer auch immer diese tollen Sachen hier gestaltet hat. Ich habe volle Achtung und ziehe meinen Hut vor all den Menschen, die so viel Kreativität und Kunst in all diese Objekte geschaffen haben. Selbst die Landschaft aus so vielen kleinen Mäusen ist einfach einmalig von der Grazie. Und diese Skulptur, sie spiegelt in den wunderschönen Orange-Lila-Tönen. Ich habe versucht, alle, hoffentlich alle, Skulpturen auf meine eigene Art und Weise aufzunehmen, das Ganze ein bisschen zu mischen in diesem Film, damit einfach hoffentlich alles recht gut zum Tragen, zum Wirken kommt. Wenn ich es körperlich ausgehalten hätte, ich glaube, ich hätte noch einige Stunden darin verbracht, in dieser Eishalle. Aber ich war am Limit meiner körperlichen Grenzen. Die 2,5 Stunden etwa, die ich in dieser Halle verbracht habe, haben mich wirklich am Limit meiner körperlichen Grenzen gebracht, um all diese Aufnahmen, die man hier in diesem Film sehen kann, wiederzuspiegeln. Aber ich war so fasziniert, ich fand es einfach so wunderschön, was ich da mit meinen Augen sehen konnte. Und ich denke einfach, dass die Welt erfahren muss, was hier Menschen mit ihren Händen geschaffen haben. Denn ich denke, dass es etwas Einmaliges ist, wenn Menschen diese Kunst besitzen, so viel Kreativität in dem Eisblock oder mit Schnee und Eis zum Tragen zu bringen. Wie diese kleine, ich würde fast sagen, eine Fee. Es ist einfach so wunderschön, wie diese Skulpturen bei jeglichen Anblick scheinen. Für mich ist es einfach so was Einmaliges, was ich mit meiner Arbeit hier festhalten wollte. Und ich bin mir nicht sicher, wie weit mir es gelungen ist, aber ich kann es mir stetig ansehen und ich finde es trotz allem wunderschön. Selbst dieser kleine Fuchs, er funkelt einfach wie ein, ja, wie ein richtiger. Und ja, jeder einzelne Schliff in den Gesichtern, in den Skulpturen selbst, wie hier mit diesen toten Köpfen in der Wand. Es ist so wunderschön. Man muss nicht mal die Motive lieben, aber die Kunst, die dahinter steckt, die Kreativität, die Liebe, die all diese Bildhauer, Künstler damit geschaffen haben, das ist einfach eine Einmaligkeit für den Moment. Und warum sollte die Welt denn nicht erfahren, all die Menschen, die es sehen können, was für ein Wunder man mit Wasser, mit Eis einfach schaffen kann? Jedes einzelne Kunstwerk, jede einzelne Skulptur wirkt doch einfach
einmalig mit dem Blick. Ich bin nicht einfach so durch diese Halle gegangen. Von Anfang an habe ich jede einzelne Skulptur für mich betrachtet, wie eine Schöpfung, die gerade vollendet ist. Ich war fasziniert von jeder einzelnen Skulptur, die man hier erschaffen hat. Ich kenne leider keinen einzigen dieser Menschen, die so viel Kreativität besitzen, um so faszinierende Dinge herzustellen. Doch ich habe mich einfach versucht, auf jedes einzelne Objekt, jedes einzelne Motiv so zu, ja, jeden Moment darauf zu fixieren, um ihn einfach aufzunehmen, von links, von rechts, wie ich auch immer konnte. Und es war einfach eine große Herausforderung an mich. Und gerne hätte ich es mit Musik hinterlegt, doch immer wieder gelange ich da bei YouTube an meine Grenzen, was man darf und was man nicht darf. Deshalb habe ich mir gedacht, ich bespreche jetzt einfach mal dieses Video mit dem, was ich empfunden habe. Weil wenn ich diese Skulptur zum Beispiel jetzt gerade sehe, es ist doch einfach wirklich, als wenn ein richtiger Kopf, ein Schädel dargestellt ist, mit allen Zügen und mit diesen Lichtreflexen, ist es doch einfach etwas ganz Einmaliges. Schöner kann man doch gar nicht etwas darstellen, finde ich. Also was man mit Wasser alles machen kann und Eis, hätte ich, glaube ich, nie gedacht. Es ist für mich fast, als wenn man wirklich Glas geschliffen hat. So wirken diese Skulpturen aus Wasser, aus einfachem Eis. Und ja, wie Bildhauer einfach dazu auch meinten, eigentlich ist es schade, wenn so eine Skulptur am Ende dieser tollen Ausstellung, dann Mitte Februar 2024, wie jedes Jahr, dahinschmilzt, weil man einfach die Kühlaggregate abschaltet. Aber das weiß man von vornherein und man gibt doch einfach allen Menschen die Chance, diese Skulpturen sich anzuschauen. Und mit dem, was ich versucht habe, jetzt gerade in diesem, ja, in meinem Film darzustellen, ist einfach, dass diese Skulpturen von aller Welt immer wieder betrachtet werden können. Wie jetzt gerade so eine Mumie aus dem Sarkophag von Ägypten. Ist das denn nicht Wahnsinn, was man alles damit machen kann? Ja, oder diese Ritter und Vögel, was auch immer. Es ist einfach so viel Kunst und Liebe, wie diese Geisha. Wer schon einmal eine Geisha im richtigen Leben gesehen hat, kann doch eigentlich erkennen, wie viel Genauigkeit, Übereinstimmung darin herrscht. Ich weiß nicht, wie viel Talent man haben muss, um so etwas mit Liebe und Hingabe herzustellen. Doch für mich ist es einfach etwas Einmaliges. Es sind einfach Profis, die ihr Handwerk verstehen und die mit Liebe und Hingabe all diese wunderschönen Skulpturen für einen gewissen Zeitraum erschaffen haben. Und es sind wirklich so viele an der Zahl. Und in all den Farben, mit denen man sie, ja, beleuchtet, wirken sie noch einmal ganz anders, noch filigraner, noch einmaliger. Ich weiß nicht, wie man es denn richtig gezielter ausdrücken könnte, doch
Ich war überwältigt von dem ersten Schritt in diese Halle, was man mit einer Kettensäge, mit dieser Handwerkskunst wirklich hier geschaffen hatte. Auch wenn es eine sehr lange Anfahrt nach Zwolle war und ich wohl ja die meiste Zeit des Aufenthaltes in dieser Kälte, in dieser ja wahnsinnigen Atmosphäre verbracht habe, würde ich es keinen Moment wissen wollen, weil das, was ich dort sah, hat mich einfach so begeistert, dass ich an meine körperlichen Grenzen ja gekommen bin. Ich habe es ausgereizt. Ich wollte einfach jeden Augenblick einfach festhalten, so gut ich es konnte. Wie so eine kleine Elfe, wie, ja, es sieht einfach wunderschön aus, wie es sie eben in diesem Licht, in dieser Bestrahlung einfach wirkt. Und wie gesagt, jede einzelne Skulptur wurde mit so viel Hingabe und Liebe erschaffen, wie man sich es einfach nur wünschen kann. Ich finde es ein wirklich wunderbares Engagement dieser Menschen, die dieses Eiskulpturenfestival in Zwolle schon vor Jahren ins Leben berufen haben, weil, wie ich sehen konnte, findet es wirklich schon einige Jahre statt und immer wieder kommen die besten Künstler aus aller Welt zusammen, um hier ihr Handwerk einfach zu zeigen, um es der ganzen Welt zu präsentieren. Wer auch immer diese Idee hatte, hat wirklich mein Herz im Sturm erobert, denn all das, was ich hier sehen konnte, hat bei weitem das übertroffen, was ich in einer kleineren Ausführung mal in Saigon erleben konnte, in Ho Chi Minh-Stadt. Und selbst da hat es für mich einfach bleibende Momente in meinen Erinnerungen, ja, hinterlassen, die ich einfach dachte, hier in Zwolle erweitern zu können. Aber in Zwolle, selbst in den Niederlanden, ist es für mich das einfach das höchste Niveau, was ich je gesehen habe in dieser Art und Weise. Wie hier Faust dargestellt worden ist oder andere Dinge, andere Skulpturen. Da ist einfach so viel filigrane Arbeit dahinter, wo man eigentlich kaum noch sagen kann, etwas besser machen zu können. Es ist einfach so einmalig, wie man all die Skulpturen erschaffen hat. Mit jedem Lichtblick, wo man einmal nach links und rechts geht und schwankt mit der Kamera, empfindet man immer wieder einen anderen Blick der Skulpturen, einen, ja, einfach noch mehr Schönheit, Liebe ins Detail. Man kann wirklich bei allen Skulpturen mit jeglichen Schwenken der Kamera immer wieder andere Eindrücke gewinnen. Jedenfalls muss ich sagen, dass es mir so dabei ging. Dieses Blau spiegelt sich einfach wie ein blauer Kristall wider, obwohl doch es einfach nur Wasser und Licht ist, um diese kleine Skulptur zum Leuchten zu bringen. Den menschlichen Körper, den man bis ins Detail so genau in das Eis, ja, eingearbeitet hat, ist einfach faszinierend. Und
Ich weiß nicht, wie viel Zeit man für all diese Skulpturen gebraucht hat, aber ich glaube, ich hätte ein ganzes Jahrhundert gebraucht und niemals die Kunst dazu besessen, um nur eines dieser Skulpturen so genau erschaffen zu können. Ich danke jedenfalls allen Mitwirkenden dieser wunderbaren Ausstellung in Zwolle. Ganz egal, welche Skulptur sie erschaffen haben, alle Skulpturen sind mit so viel Hingabe erschaffen worden und haben in mir einfach eine feste Explosion ausgelöst. Dieses kleine Seepferdchen wirkt doch einfach immer wieder einmalig. Aus jedem Blickwinkel, wann es auch immer betrachten wird, funkelt und strahlt es in seiner ganzen Pracht. Alle Menschen, die durch diese Ausstellung gelaufen sind, habe ich einfach nur staunen sehen. Klein und groß, alle Menschen waren wahnsinnig begeistert von dieser wahnsinnig exzellenten Arbeit, die hier geschaffen worden ist. Robin Hood, aus jedem Blickwinkel anders, leuchtend, strahlend, als Schütze mit seinem weit gespannten Bogen und diesen orangenen, warmen, harmonierenden Tönen. Ich liebe wirklich jede einzelne Skulptur, bin begeistert von jedem einzelnen Moment, den ich in dieser Ausstellung erleben durfte. Auch wenn, wie gesagt, es eine Wahnsinnsherausforderung war für mich, all diese Skulpturen von den verschiedenen Blickwinkeln meiner Augen zu betrachten und versuchen aufzunehmen. Manchmal hatte ich den Eindruck, dass meine Kamera versagt, weil es einfach so wahnsinnig kalt war in dieser Halle. Man konnte nicht einmal den Atem in der Luft sehen. Ich weiß nicht, wie kalt es sein muss, damit man einfach den eigenen Hauch, den Atem nicht mehr sehen kann. Es waren für mich einfach unvergessliche Momente, die ich einfach in meinem kleinen Film hier für all diejenigen festhalten möchte, die nicht die Möglichkeit haben, nach Holland, in die Niederlanden, nach Zwolle zu reisen, um sich diese tolle Ausstellung, die es seit einigen Jahren immer wieder gibt, mal anzuschauen. Hier der Hase wirkt doch wirklich wie Playboy, aber noch viel eleganter. Ja, und man hat auch den Hasen hier so wahnsinnig gut getroffen von seinen Zügen, den Ohren, den Augen, der Nasenpartie. Er wirkt so fesch und graziös. Einfach exzellent. Ein stattlicher Hase. Und ja, jegliche Skulptur mit Gesichtern könnte man denken, es sind wirklich Menschen dahinter. Ich bin begeistert von dieser Schönheit der Skulpturen, der Zwerge, wie deutlich man die Gesichtszüge, jeden eigenen, Zug so exakt darstellen konnte, das Lächeln. Ja, ich bin eigentlich sprachlos, was für tolle Künstler man doch auf dieser Welt so alles hat, die ihr Handwerk womöglich nicht nur in Glas, sondern wie hier in Wasser oder
in Holz, in anderen Materialien genauso gut herstellen. Und das macht doch eigentlich auch das ganze Handwerk irgendwo aus. Wir können unter Beweis zu stellen, der Menschheit für jeden Augenblick einfach zu zeigen, was sie doch alles so mit ihren Händen schaffen können und mit ihren Werkzeugen, die sie dazu benutzt haben. Ich habe mir diese Skulptur mit dem Einhorn sehr lange betrachtet. Ich bin mehrmals ringsherum gelaufen und habe immer wieder einen anderen Eindruck gewonnen. Und es ist schon Wahnsinn, wie groß auch die Skulpturen teilweise waren, mehrere Meter hoch. Oder hier auch die Gesichtszüge dieser Skulpturen. Ich habe bei jedem kleinen Clip, den ich aufnahm, immer wieder andere Blickrichtung, Blickwinkel, Züge wahrnehmen können, weil immer wieder andere Lichtreflexe zu sehen waren, und es hat mich einfach unheimlich fasziniert. Ja, wie auch diesen kleinen Kobold in meinen Augen. Wunder, wunderschön in diesem Grün erstrahlt. Fast wie Schreck, ja, in der, ja, diese Gesichtszüge sind einfach fast so. Vielleicht sollte es auch sein. Also ich habe mir leider nicht diese Schilder alle durchgelesen, weil ich habe einfach ja die Vermutung gehabt, dass ich sonst nicht alle Skulpturen von der Länge her aufnehmen hätte können, hätte ich noch gelesen, was zu jeder einzelnen Skulptur geschrieben war. Es war natürlich angegeben, wer es hergestellt hatte oder was es zu bedeuten hatte. Doch es war einfach so wahnsinnig kalt, und ich wollte doch einfach wirklich für alle, die meinen Kanal oder ja meine Videos anschauen, auch wenn sie vielleicht nicht Abonnenten meines Kanales sind, die Möglichkeit geben, doch diese Schönheit der Welt, was man alles mit dem eigenen Auge sehen kann, wahrzunehmen. Denn ich denke, erst einmal kann nicht jeder nach Holland, den Niederlanden fahren. Und vielleicht nicht jeder hat die Möglichkeit, den finanziellen Aspekt dazu, um sich doch solche Dinge auch leisten zu können. Und ich denke einfach, dass Kunst für alle Menschen jeglicher Schichten, jeglicher Kulturen, jeglicher Nationen zugänglich sein sollte. Ganz egal, ob es Bilder, Bildhauerei, Grafik oder hier halt auch diese Kulturen sein sollten. Es ist einfach etwas, was doch die Menschen, die Menschheit, das Leben bereichert. Alleine die Farben und die Bilder, die man mit den Augen wahrnimmt, auch bei den Videoaufnahmen, einfach sind doch sehr bereichernd. Und ich denke einfach, wenn mich dieser Anblick bereichert, dann wird es ganz sicher noch viele Menschen da draußen der Welt ebenfalls tun. Man muss, glaube ich, nicht Liebhaber von Kunst sein, um dies zu erkennen, was mit Menschenhand hier geschaffen worden ist. Ja, ich bin, wie gesagt, überwältigt von jeder einzelnen Skulptur. Und ich denke, wenn vielleicht der eine oder der andere selber mal in Zwolle ist, bei einem Eiskulpturenfestival und versucht mal ein paar Aufnahmen von diesen tollen Objekten aufzunehmen, dann kann man vielleicht ein bisschen schätzen, was für Arbeit dahinter steckt,
um all dies hier in diesem Film zusammenzustellen. Denn viele Menschen haben nicht die Kraft, um sehr lange in dieser Halle auszuhalten. Vielleicht 20, 30 Minuten, vielleicht noch eine Stunde. Doch ich war tatsächlich 2,5 Stunden in dieser Halle. Und Mitreisende dachten nicht, dass ich noch so wohlauf herauskommen würde. Ich war wahnsinnig durchfroren und zitterte am ganzen Körper, um diese Aufnahmen hier zustande zu bringen. Ich sage nicht, dass man dies wiederholen muss, aber allein diese Skulpturen waren es mir wert, der Menschheit zu zeigen, wie viel Kunstengagement hier dahinter steckt, um all die Schönheit in diesen Skulpturen wiederzuspiegeln. Es ist für mich einfach etwas Wunderschönes, was man hier mit zwei Händen und Werkzeug geschaffen hat. Jede Betrachtung aus einer anderen Richtung auf eine Skulptur spiegelt einfach immer mehr Schönheit wider. Daher habe ich die Skulpturen in diesem kleinen Film immer wieder aus einer anderen Richtung, aus einem anderen Blickwinkel, vielleicht mit einer etwas anderen Beleuchtung versucht aufzunehmen und auch durcheinander aufzureihen, nicht so, wie sie eigentlich in der Ausstellung zu sehen sind. Denn das wäre natürlich etwas ganz anderes. Und auch der kleine Frosch wie beim Froschkönig mit so viel Gedankenspiel, Geschichte, die sich auch in diesen Skulpturen widerspiegelt. Es ist einfach einmalig faszinierend. Ich bin einfach begeistert und weiß eigentlich gar nicht, wie ich es denn noch viel besser darstellen könnte, als das, was ich jetzt gerade tue. Auch diese Skulptur in den verschiedenen Blautönen. Ja, es ist für mich einfach einmalig, mit wie viel Liebe und Hingabe man diese Skulpturen hier in Zwolle in den Niederlanden erschaffen hat. Dieses Festival, was ich im Januar 2024, also am 27. Januar 2024 besucht habe, wird für mich wirklich in ewiger Erinnerung in meinem Leben sein. Ich bin mir nicht sicher, ob ich so etwas nochmals wiederholen könnte, aber es war wirklich eine körperliche Herausforderung und ich hoffe, dass es einige Menschen geben wird, die dieses Video einfach zu schätzen wissen, diese Aufnahmen vielleicht genauso lieben wie ich und jede einzelne Skulptur mit der Kunst und Liebe, die dahinter steckt, einfach so schätzen und wertachten, wie ich es vielleicht tue. Denn ich ziehe meinen Hut vor allen Mitwirkenden, allen Bildhauern, Künstlern, die jedes einzelne Objekt, jede einzelne Skulptur bei diesem Festival einfach erschaffen haben. Es ist für mich einfach etwas so Großartiges, was diese Menschen hier geschaffen haben. Wie gesagt, es bleibt mir gar keine andere Wahl, um zu sagen, ich möchte es der Welt zugänglich machen, ich möchte es der Welt zeigen, was für eine Einmaligkeit man hier einfach
geschaffen hat. Geschichte in Wasser zu präsentieren, in Eis zu präsentieren, einfach in einer anderen Form natürlich des Wassers, wenn es gefroren ist. Ja, es ist einfach einmalig und es ist eigentlich auch schade, dass diese Kunst aus Wasser, aus Eis, am Ende dieser Ausstellung wieder schmilzt. Doch diese Momente, die ich mit meinen Augen sehen konnte, und vielleicht, falls dieses kleine Video einfach auch erlaubt wird, bei YouTube auszustrahlen, dann vielleicht auch noch viele andere Menschen auf dieser Welt begeistern kann, ist für mich Genugtuung, um einfach zu sagen, ja, es hat sich gelohnt, es hat sich gelohnt, dieses kleine, für mich ist es auch ein Kunstwerk zusammenzustellen, diese Aufnahmen zu machen, diese, meine Emotionen zum Ausdruck zu bringen. Denn ja, vielleicht hat doch der eine oder der andere ähnliche Emotionen beim Anblick dieser Skulpturen wie ich. Vielleicht in einer anderen Sprache oder vielleicht auch in einer anderen Wortwahl als ich. Doch ich denke einfach, dass alle Menschen Emotionen hatten, die sich diese Skulpturen angesehen haben. Es ist einfach etwas Großartiges, Einmaliges. Und manch einer setzte sich sogar auf diese eisigen Stühle, wo man ja eine kleine Fotosession machen konnte. Ich selbst hatte nicht den Mut, noch kälter zu werden, als ich eh schon war. Und ja, ich wollte auch nicht Zeit verlieren, um einfach all diese Aufnahmen machen zu können. Ich weiß, dass ich bei all meinen Aufnahmen vielleicht den einen oder anderen, ja, vielleicht auch behindert oder gestört habe, da ich lange an diesen Skulpturen verharrt habe, aber ich sah auch einige Fotografen, die mit voller Begeisterung dabei waren und wahrscheinlich sehr, sehr viele Bilder von verschiedenen Skulpturen machten. Und ja, ich sehe gerade einen, ja, wie ein Piraten in dieser Skulptur, den man doch wirklich auf Anhieb ganz gut erkennen kann, mit seiner Augenklappe und dem Schwert. Und je nachdem, ob es mit blauen Lichttönen oder gelben Lichtreflexen ja widerspiegelt. Manchmal fühlte man sich auch wie in ein Tausend und einer Nacht. Es waren kleine Skulpturen wie Schlösser errichtet und diese wunderbaren Kreuze spiegeln sich mal rot, mal grün, mal blau, mal grün in so viel Farbtönen wieder. Selbst die Menschen, die diese Lichtreflexe an den Skulpturen angebracht haben, sind wahre Künstler, um einfach dies auch zum Tragen zu bringen, was für eine Schönheit doch in jeder einzelnen Skulptur steht. So wie man jetzt gerade diesen Hirsch in den verschiedensten Farbtönen wahrnehmen konnte. Ich weiß wirklich nicht, wie man so etwas macht, aber ich bin begeistert von alledem, was ich in Zwolle gesehen habe. Ich denke, dass dieses Festival, diese Ausstellung, die man da in Zwolle schon seit mehreren Jahren immer wieder sehen kann, einfach ein großartiges Event ist, was hoffentlich noch viele Jahre andauern wird. Und wie man hier bei diesem Drachen sehen kann, steht bei jeder einzelnen Skulptur so ein Schild, damit man weiß, wer auch der Künstler dabei war. Ich habe es leider nicht aufgenommen. Wie gesagt, aufgrund der Zeit, die ich in dieser Halle verbracht habe und ich mich auf jede einzelne Skulptur einfach so konzentriert hatte,
wie hier einfach auch so diese Augen- und Mundpartien dieser Skulptur, da ich immer wieder den Anschein hatte, wirklich je nachdem, wie ich mich gedreht habe, immer wieder ein anderes Bild vor meinen Augen zu haben, die Skulptur aus einer anderen Lichtquelle, Reflexes zu sehen. Und ich habe mich wirklich sehr lange an einzelnen Skulpturen aufgehalten, bin ringsherum gelaufen, habe versucht, die Gesichtszüge wie hier einfach in mein Video aufzunehmen. Ich bin mir nicht sicher, inwieweit ich es denn auch für alle anderen so widerspiegeln kann, aber ich hoffe doch, dass es den einen oder den anderen gibt, der vielleicht die Skulpturen aus ähnlicher Sichtweise sieht wie ich. Und hier hätte ich gedacht, es ist ein König der Ehrenrunde. Es ist einfach so viel Geschichte dahinter, wie man hier alles aus Eis dargestellt hat. Und ja, meine Begeisterung, sie hält sich nicht in Grenzen. Ich bin grenzenlos. Es gibt keine Grenzen für mich. Ich bin begeistert ohne Grenzen. In all den Zusammenhang, was ich in Zwolle sehen konnte, steckt für mich einfach einmalige Kunst dahinter. Und Künstler, die die Welt einfach kennenlernen sollte, alle Objekte, die man hier geschaffen hat, sind einfach so großartig gelungen. Auch wenn ich hier wirklich so viele Skulpturen angesehen habe, mit der ganzen Schönheit und Liebe, die dahinter steckt, fällt es mir doch wahnsinnig schwer zu sagen, welche Skulptur für mich die schönste gewesen ist. Ich denke einfach, dass es schwer zu sagen ist, welcher Künstler der Beste dabei war, weil ich denke einfach, dass jeder auf seine eigene Weise so exakte Kunst präsentiert hat. Selbst bei dieser Skulptur, die in ihren Lichtreflexen mit Pink und Grün so wahnsinnig schön ist, ich kann mich nicht festlegen, welche Skulptur die schönste ist. Für mich ist dieses Eiskulpturenfestival in Zwolle einfach einmalig schön. Und alle Skulpturen haben für mich einfach denselben Stellenwert. So viel Schönheit und filigran eine Arbeit, die dahinter steckt. Wie man hier sehen kann mit den Augen, mit den Gesichtszügen. Es ist einfach wunderschön. Ich würde niemals sagen, das eine ist schön, das andere nicht. Für mich ist dieses gesamte Eiskulpturenfestival in Zwolle ein einziges, großartiges Kunstwerk, was einfach die Welt sehen muss, wo man so viel Schönheit und Liebe bei allen Skulpturen nicht nur sieht, man kann dies spüren oder fühlen, wenn man etwas Feingefühl, Sensibilität für Schönheit hat. Ich jedenfalls fühle dies auch bei diesem kleinen Männchen mit Laterne. Selbst dieses Glas mit Licht spiegelt so viel Schönheit wider. Ich bin begeistert von allem dem, was man in dieser Stadt, in dieser Ausstellung geschaffen hat. Und dies wohl nicht zum ersten Mal, sondern
bereits seit einigen Jahren tut. Ich hoffe, für alle Menschen, die dies genauso lieben wie ich, dass diese Ausstellung in Zwolle die Welt erobern wird, dass diese Ausstellung sich vergrößert und bekannt wird auf der ganzen Welt, weil es einfach so viel Kunst dahinter steckt und die Kunst es verdient hat, allen Menschen zu zeigen, was man doch allein aus Wasser, aus Eis herstellen kann. Wenn man dies aus Wasser und Eis herstellen kann, kann man es natürlich auch aus anderen Materialien, wie solch eine Geisha. Und es ist doch so faszinierend, da ich doch vor vielen, vielen Jahren, 1989, das allererste Mal in Vietnam war. Und ich habe mir damals einen Wandbehang mit einer Geisha mitgebracht aus Ho Chi Minh Stadt, wo ich doch in Ho Chi Minh Stadt auch das allererste Mal Eisskulpturen sah. Und ich bin einfach überwältigt von der Ähnlichkeit meiner Geisha zu Hause auf dem Wandbehang und dieser Geisha aus Eis, dieser Skulptur, die doch eben für einige Momente auch nochmal zu sehen war. Und ich kann einfach nur sagen, dass man doch die ganze Welt in Eis herstellen könnte, wie diesen Frosch aus dem Märchen Froschkönig der Gebrüder Grimm. Es ist doch einfach faszinierend, was man hier so wirklich geschichtlich dargestellt hat. Jede Skulptur hat wirklich einen Sinn. Und vielleicht, wer weiß, hat ja auch mein kleines Video hier einen Sinn. Einen Sinn, dass man einfach begreift, wie schön die Welt mit unseren Augen wahrgenommen werden kann. Die Schönheit der Grazie, der Kunst, der Empfindung, der Harmonie, der Emotionen, der Liebe, der Gefühle, der Zuneigung. Man kann durch Bilder spüren, fühlen, hören, begeistern. Man kann die Menschen zum Nachdenken bringen. Man kann die Menschen dazu bringen, Erinnerungen ins Gedächtnis zurückzurufen, alles noch einmal ins Auge zu fassen, sich zu erinnern, was man auf der Welt schon einmal gesehen hat, was man vielleicht mit einem Menschen erlebt hat oder auch in welchem Zusammenhang man diese Skulpturen in Zwolle bringt. Ich liebe diese wunderbare Skulptur. Sie spiegelt sich wirklich in so vielen Farben wider. Und ich könnte sie stundenlang betrachten. Diese Skulpturen, sie sind nicht gemalt, sie sind ganz allein
aus gefrorenem Wasser, aus Eis erschaffen worden. Diese Mäuse sind einmalig süß. Man kann sie einfach nur lieben. Und jeden Blick, den ich in dieses Video, ja, zurückblicke, in diesem Moment, wo ich dieses Eiskulpturenfestival in Zwolle im Januar 2024 erleben durfte, ist für mich einfach einmalig schön. Ich bin so froh, dies gemacht zu haben. Ich bin so froh, diese weite Anfahrt nach Zwolle unternommen zu haben, um einfach diese großartigen Skulpturen einmal ganz live mit meinen Augen gesehen zu haben. Denn ich denke, diese Skulpturen, die man in Zwolle erschaffen hat, die sind es einfach wert. Diese sind es wert, jegliche Anstrengung und Kraft zu unternehmen, um sie einmal live zu sehen, um einmal die Künstler, die Bildhauer mit dem Eintritt in diese Ausstellung damit zu würdigen, was sie doch für eine großartige Kunst mit ihren Skulpturen, mit dem Anblick, mit der Geschichte, der Aufstellung der Skulpturen erschaffen haben. Denn es sind doch wirklich wahre Künstler, die so eine Schönheit mit ihren Händen und Werkzeugen erschafft haben. Ich kann immer wieder die Skulpturen von Faust betrachten und ich bin einfach so überwältigt, wie doch dieses Eis glitzert, funkelt, als wäre es Kristall. Es ist einfach eine Einmaligkeit, was man doch alles mit so einer Skulptur aus Eis erschaffen kann. Alle Skulpturen wirken so graziös, einmalig, wunderschön, herzergreifend, fantastisch. Ja, reizvoll. Ich bin einfach nur begeistert von alledem, was ich in Zwolle sehen konnte. Und ich denke, dass ich für viele Menschen spreche, die sich diese Skulpturen mit ihren eigenen Augen in Zwolle angesehen haben. Und vielleicht auch noch in den letzten Tagen die Möglichkeit haben, sich dies anzuschauen, da noch ist das Festival ja nicht zu Ende. Noch kann man sich die Ausstellung gute 14 Tage, glaube ich, betrachten. Und ja, selbst hier bei diesem kleinen Mädchen, was sich in dem Bett befindet, hat man so viel Liebe hineingesteckt, um jedes ins Detail einfach herauszumeißeln, wie bei diesem kleinen Seepferdchen, worüber ich so begeistert bin, immer wieder bei jeglichem Anblick. Es strahlt in seinem wahnsinnigen Blau. Oder der Herrscher der Meere, sowie der kleine Fuchs. Ja, die Piraten, der Kapitän eines Schiffes. Man könnte jede einzelne Skulptur eine Krone aufsetzen. So schön ist jedes
jede einzelne Skulptur ein Meisterwerk jedes einzelnen Künstlers, jedes einzelnen Grafikers, Bildhauers. Alle Mitwirkenden haben so viel Liebe zum Detail hineingesteckt und wirklich auch erschaffen, dass man einfach sagen kann, alle Objekte, alle Skulpturen sind einmalig schön. Für mich sind sie dies jedenfalls. Und man kann jede einzelne Skulptur so lange betrachten, wie man möchte. Und ich kann einfach nicht sagen, das eine ist schöner als das andere, weil ich finde sie einfach alle einmalig schön. Auch dieses Kreuz, es strahlt einfach einmalig schön, einfach graziös. Vielleicht braucht man bloß einen Blickwinkel dafür, doch ich bin begeistert von alledem, was ich sehe und möchte keinen Moment, keine Minute, keinen Augenblick missen, keine Sekunde, die ich in dieser Halle all diese Skulpturen live erleben konnte, durfte. Ich versucht habe, alle Skulpturen, ihre Schönheit, versucht habe, in meinem kleinen Videoclips aufzunehmen und im späteren Verlauf aneinander zu reihen. Ich konnte sehen, dass in den letzten Jahren immer wieder andere Motive aus Eis bei diesem Festival in Zwolle erschaffen wurden. Ich bin mir nicht sicher, ob es ein Motto dazu gab, aber ich habe dieses Eisskulpturenfestival in Zwolle wirklich sehr genossen und jeden einzelnen Augenblick, den ich diese Skulpturen immer wieder ansehe, hoffe ich einfach, dass man die Begeisterung, die ich beim Anblick dieser Skulpturen hatte, vielleicht auch ein wenig weitertragen kann an all diejenigen, die sich vielleicht im Nachhinein dieses Video einmal ansehen werden, um die Schönheit der Skulpturen selbst einmal zu betrachten, den König der Ehrenrunde und die wahnsinnig großen Stühle dazu, die wahnsinnig kalt waren. Und ich weiß, dass sich wirklich einige Besucher darauf gesetzt haben, um ein paar liebevolle Erinnerungen mit ihren Fotos zu machen. Ich blicke zurück auf eine Ausstellung, die für mich einfach so viel Erinnerung und Spuren hinterlassen hat, die ich wirklich nicht missen möchte. Und ich hoffe, an all diejenigen weitergeben kann, die, wie gesagt, nicht die Möglichkeit dazu haben, es selber live zu sehen. Doch man kann beim Anblick dieser Skulpturen seine Sinne schweifen lassen, einfach träumen, ein bisschen fantasieren und ja, vielleicht auch einfach selbst ganz andere Eindrücke dabei gewinnen, als ich dies vielleicht getan habe. Doch, wie gesagt, sind für mich alle Skulpturen einmalig schön und ich bin dankbar und glücklich zugleich, dass ich diese wundervollen Momente in meinem Leben in Zwolle mit
Familienangehörigen, die mir sehr nahe stehen, erleben durfte. Und wir waren alle sehr begeistert, dass wir diese Momente hier mit doch unterschiedlichen Ansichten und Einstellungen doch alle ähnlich erlebt haben und ähnliche Empfindungen dabei hatten und ja, einfach der Ansicht sind, dass es ein einmaliges Erlebnis ist, was doch die Welt einfach wirklich sehen sollte. Und ja, vielleicht wird sich der eine oder andere wirklich das Video von Anfang bis Ende anschauen und die ähnliche, dieselbe Begeisterung vielleicht haben wie ich. Oder auch nicht. Mal schauen. Ihr könnt ja dies, wenn ihr es denn wollt, vielleicht in den Kommentaren auch unter das Video setzen, was euch vielleicht dabei besonders gut gefallen hat oder vielleicht auch nicht, oder welche Empfindungen ihr als Zuschauer bei diesem Video denn selbst hattet. Denn ich konnte einfach träumen und genießen und ja, so viel Glück dabei verspüren. Und ich würde mich wirklich sehr freuen, auch die Ansichten von den Zuschauern mal dabei zu lesen, weil es ist ja doch, jeder Mensch ist einmalig und ein eigenes Individuum und jeder tut natürlich anders empfinden und etwas anderes sehen und fühlen und spüren. Und vielleicht könnt ihr ja mir oder der ganzen Welt auch zeigen, was für Empfindungen, Emotionen ihr beim Anblick meines Videos, der Darstellung, der Skulpturen, wie ich sie aufgenommen habe, einfach auch empfunden habt. Und ich hoffe, ihr könnt mit genauso viel Begeisterung diese Skulpturen betrachten, wie ich es getan habe. Und ja, so viel Glück und Liebe, Harmonie, Wärme verspüren, wie ich es getan habe. Und ich danke nochmals allen Mitwirkenden, allen Künstlern, allen Grafikern, Bildhauern, die diese Schönheit dieser Ausstellung, dieser Skulpturen in Zwolle in den Niederlanden erschaffen haben. Vielen lieben Dank dafür.